want. I just wanna ride your train just before I go. You got the sweetest little girl I believe I ever seen. And if I had you by my side, you would mean so much to me. I'm a stranger, I'm a stranger, and I will not be alone. If you just let me ride your train, I don't think it will not be no harm. Slow down, slow down. Please, ma'am, let me step on board. Just let me ride your train just before I go. Seit 1990 bin ich ständig da. War eigentlich nirgends mehr anders. Ich habe 1988 in der ehemaligen DDR noch bei der Deutschen Reichsbahn gelernt. Und habe dann bis 1999 auf verschiedenen Stellwagen in Sachsen und Thüringen gearbeitet. Und seit 2000 bin ich in Bayern. Zuerst in Dorfen, auf dem Stellwerk und später, das ist ja dann Schrankenposten geworden und ab ca. 2004 hier in Wasendegernbach. Vorher war ich der Matzbach, Kerkhofen, Empfing, Dorfen, also jeden Bahnhof. Und eigentlich immer Ablöser, so war ein Bahnhof zum anderen. Ja, da ja im Osten ja viele Stellen abgebaut worden sind, ist auch mein Stellwerk mit darunter gefallen. Und da ja Bayern an Sachsen grenzt und ich eigentlich von der Nähe zu Sachsen, habe ich mich entschieden, nach Bayern zu gehen. Von den Räumlichkeiten und vom Mobiliar hat sich ja gar nichts verändert. Geht das ist ja, sieht man ja sehr gut. Also der Schrankenposten in Dorfenposten 2, war früher ein Stellwerk und da war Technik von 1899 vorhanden. Aber hat noch funktioniert? Hat noch funktioniert. Bloß diese Monitore hat es ja zu der Zeit noch nicht gegeben. Was ich finde, was sehr gut ist, weil früher hast du halt viel mehr telefonieren müssen, um zu wissen, wann jetzt wo welcher Zug ist. Und halt schaust du halt auf den Bildschirm und dann weiß man. Und dann kamen sie hierher und haben ganz moderne Technologie kennengelernt. Gut, ganz moderne Technik auch nicht, aber gerade die Sicherheitstechnik im Osten war bedeutend besser als die Technik in Dorfen.
Läuft die Kamera? Ja. Ja, jetzt kommt der Gegenzug von Schwindeck nach Dorfen. Ist dasselbe wieder. Die Zugnummer einschreiben. Schranken schließen wieder. Nimm die Schranke immer mal beobachten. Nicht mal ein LKW noch reinfährt. Dass man jederzeit die Bäume anhalten kann. Jetzt geben wir die Schließmeldung wieder nach Schwindeck. Was sind die Schranken geschlossen? Richtig. Schreiben die Zeit wieder ein. 16:08. Das ist jetzt, damit ich das festhalte, wann der Kollege im Wasentee gemacht mir das gesagt hat, dass die Schranke geschlossen ist. Die Tatsache, dass hier die Schranke nicht automatisch betätigt wird, sondern durch eine Person, ist ja etwas ungewöhnlich für die heutige Zeit. Und gibt es da Kontakte zwischen den Menschen in der Umgebung, auch zum Beispiel den Autofahrern, die an der Schranke warten müssen, und ihnen? Gibt es Beschwerden? Oder? Ja, Beschwerden gibt es schon öfters mal, weil sie ja denken, dass die Schranken zu lang zu sind. Aber sie wissen ja den Hintergrund nicht, wie das jetzt geregelt ist. Wie sieht denn das aus? Kommen die Leute zu Ihnen hierher und steigen aus dem Auto oder wie geht das? Eher durchs Hupen. Aha. Und dann gestikulieren. Aber es kommen sehr selten, also eher selten Leute direkt an Posten und fragen, warum das so lange dauert. Zu der Schranke in Wasentegenbach kann ich eigentlich nur sagen, was die Signaltechniker sagen, dass es dort sehr schwierig ist oder fast unmöglich, eine Halbschranke wegen dem Hügel, weil es im Winter zu gefährlich ist angeblich. Und sie sagen, sie wissen überhaupt nicht, was da machen soll. Also, bis vor ungefähr 10 Jahren war das so geregelt, dass der Fahrdienstleiter in Schwindeck und der Fahrdienstleiter in Dorfen haben eine Zugmeldung gemacht. Und der Schrankenposten in Wasendegernbach hat nur mitgehört, dass jetzt der Zug angenommen von Dorfen 18:10 Uhr durchfährt. So, und dann hat er halt gerechnet, der fährt 2 Minuten bis hierher, ungefähr. Und hat dann auf Eigenregie die Schranke runtergemacht. So. Und wenn dann mal, es ist vorgekommen, der war abgelenkt, der Schrankenposten oder der Wärter, und hat das vergessen zuzumachen. Dann ist halt der Zug durchgefahren und die Schranken waren offen. Und dann hat man später das Leibscher Verfahren eingeführt, dass die Dorfner bzw. Schwindecker Fahrdienstleiter erst ihr Signal auf Fahrt stellen dürfen, wenn in Wasendegernbach die Schranke geschlossen ist. Das müssen wir dann im Zugmeldebuch nachweisen mit der Zugnummer und der Uhrzeit, wenn die Schranken geschlossen sind.
Also der Zug ist jetzt in Dorfen, Bahnsteig 2. Also ist schon da. So, und dann wird der Zug mit der Zugnummer 2755 angeboten in Fahrleister Schwindeck. Dann ist interessant, da sieht man halt, wie das Signal auf Port gestellt wird. Ja? Also wenn die Schließmeldung, gegeben habe, sieht man dann, wie das dann ein grüner Balken kommt. So, jetzt muss ich aber hier ran. Bin ich jetzt im Bild oder nicht im Bild? Ist der Bahnschrank geschlossen? Richtig. So, jetzt hier. So, und dann sieht man halt, wie die obere Nummer runterkommt. Und dann ist das wieder gelb. Und das hintere ist dann aus. So, das ist ja was Süßes. Das wäre dann der Gegenzug nach München. Der ist schon im Bahnhof Schwindeck und muss halt warten, bis der aus München hier eingefahren ist. Also. Das heißt jetzt, der Zug ist jetzt aus dem Bahnsteig rausgefahren. Das Signal ist wieder auf Rot entworfen. Und das heißt für uns, dass der auf der Strecke zwischen Dorfen und Schwindeck ist. Und das jetzt noch Gleis 1 in Schwindeck einfährt. Das ändert sich erst wieder, wenn er in Schwindeck ist. Jetzt bietet er wiederum den Zug, der in Schwindeck schon da steht, bietet er wieder einen Dorfner an. Der hat ihn angenommen. Daraufhin machen wir die Schranken wieder zu. Jetzt sieht man das Gleis verschwinden dort, der grüne. In Schwindeck. Jetzt ist der wieder in Schwindeck. So, der neue Zug ist angeboten. Jetzt müssen wir wieder die Schließmeldung geben. Was ist denn der Marsch? Geschlossen? Richtig? So. Dann wird sein Ausfahrsignal wieder grün. So. Dass er schon vorbei ist am Ausfahrsignal. Ne, jetzt noch nicht. Jetzt. Jetzt ist er auf der Strecke. Thank you.
Ausfall wegen einer technischen Sicherung oder wenn die Techniker das vorschreiben, dann greifen wir wieder auf unser altes Zugmeldebuch zurück und schreiben dann wieder von Hand unsere Züge und Meldungen rein. Aber das ist eigentlich relativ selten, weil das sehr unanfällig ist und die Überprüfungen alle 3-6 Monate stattfinden, je nachdem. Aber wenn wir jetzt so eine Reise nach Göteborg, das ist jetzt nicht so zwischendurch gegangen. Meistens war es so, dass die Kunden gekommen sind und haben gesagt, ich möchte das gerne da und da machen. Dann also haben wir das aufgeschrieben und dann haben wir die zurückgerufen. Oder sie sind am nächsten Tag oder zwischendurch zum Einkaufen und sind danach wieder vorbeigekommen. Weil du ja in der Zwischenzeit auch wieder mal im Zug gehabt hast, also hast du nicht ständig dabei bleiben können. In Dorfen war das anders. In Dorfen hast du ja nur Schalter gehabt, wenn dann hast du halt das gleich gemacht, aber da ist das ein bisschen schwierig gewesen. Und ganz früher war ein Schalterist da? Ja, ganz früher haben wir bis mittags 14 Uhr mehr Schalteristen gehabt, dann bis Mittag bloß mehr. Dann musste man der Kollege, der eine Nachtschicht gehabt hat, der hatte bis 6 Uhr Fahrdienstleiterdienst und dann von 6 Uhr bis 8 Uhr noch Schalter. Weil da die Schülerzüge gefahren sind und ja keine Automaten gestanden sind. Also haben wir da war nicht mehr sehr viel los. Es gibt ja immerhin noch an manchen Bahnhöfen sowas wie eine Kundenberatung. Ja. Ich meine, wenn jetzt jemand kommt und klopft und sagt, du, und dann gehe ich auch zum Automaten und erkläre ihm das und soweit ich es selber kann. Aber ansonsten muss man es ja an die Kollegen in Dorfen oder in Hempfing oder Mühldorf verweisen. Und der Kollege Dorfen, der heißt Eigner. Der heißt Eigner, ja. Sehr guter Mann. Allseits beliebt. Ja, ich rufe den auch öfter mal an, weil doch welche kommen und sagen, ich bin ja nicht mehr so auf dem Laufen, weil er muss ja nicht mehr wissen. Das weiß man so das Allgemeine ein bisschen, aber wenn jetzt so spezielle Sachen. Dann sage ich entweder, ich soll nach Dorfen fahren oder gebe eine Telefonnummer von meinem eigenen. Und dann machen die das schon.
Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Und am Wochenende auch. Und da ist eigentlich das Problem mit dem Einschlafen. Der Körper hat sich so dran gewöhnt an den Schichtdienst, dass das also in der Nacht selten passiert. Was wäre denn, wenn Sie mal wegnicken? Wenn ich jetzt mal einschlafen sollte, merkt ja, da vorne ist leider ein Schwindeck bzw. ein Dorfen. Der Schrankenwärter meldet sich nicht, er gibt mir die Schließmeldung nicht. So, dann werden Sie uns telefonisch mal anfragen, was ist denn los? Es kann ja auch sein, dass die Schranke mal nicht runtergeht und wir ein technisches Problem haben. Und dann daraufhin sagen, was Sache ist, oder man ist wirklich mal kurz eingeschlafen, was ja menschlich ist, aber es kann ja nichts passieren, weil ja die Fahrdienstleiter erst die Schließmeldung von Wasenderambach brauchen. Ich war sehr für den barrierefreien Bahnhof, weil es ja öfter vorkommt, dass die von München anrufen und sagen, du, wir haben einen Rollstuhlfahrer, dann müssen wir rüber, man macht mir ja gerne, ist ja kein Problem, aber der kann halt nicht alleine, weil das geht halt nicht, dann muss der Zugbegleiter und ich und manchmal kommt auch der Lokführer noch angelaufen. Ja, wenn sie jetzt so schwere Rollstuhl haben, dass man das so batteriebetriebene, kannst du so alleine nicht tragen. Oder auch Frauen mit Kinderwegen und so, das ist mir ja gern behilflich, aber